Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Path of Exile Atlas of Worlds. Ich habe mittlerweile, wo ich nicht so aufnehmen konnte, weil ich Ohrenverstopfungen hatte, also Schmalz, der zu hart wurde und zu so einem kleinen Stein und so, hat mir auch ein bisschen die Ohren zerkratzt und so ein bisschen. Könnt vorstellen, dass es so ein bisschen, ja, wie sagt man dem? Ja, ein bisschen verschoben, also so, dass es einfach kratzig war, also richtig kratzig. Und der ging nicht raus, also musste ich mehrmals zum Arzt, um das ölen, damit das weich wird. Und morgen muss ich nochmal zum Arzt, also ich höre nicht so gut, aber ich denke, es geht gut genug. So, ja, ich habe den eben gespielt, der wird ein Fiber Strike. Wo ist der Fiber Strike? Da. Shadow, also richtig auf Chaos Damage. Und ja, schauen wir mal, wie das geht. Ich werde dann immer wieder ein paar Updates machen. Bis jetzt habe ich so geskillt. Ich werde natürlich hier jetzt unten Sleight of Hand, oben Will of Blades, hier hin, dann hier hin und hier hin, damit ich Leech habe. Hier runter, hier vielleicht eines der zwei Punkte nehmen. Bis hier hin, so, also hier. Darüber, da nehmen und weiter runter und nach ein bisschen Mana hier nehmen, Leech. Life Leash nehmen und hier oben durch bei Dual Wielding bis hierhin zum Dualist. Jo, und eben der bekommt dann Melee Splash, damit ich AOE habe und Multi-Strike. Und dann wird er wahrscheinlich recht stark sein. Hey, ich habe hier Clarity drauf. Sollte ich nicht nehmen. Speckle Toe habe ich jetzt mal genommen. Ich habe Frostblade zuerst gehabt, aber ich habe keine, wo hilft, wisst ihr? Also zum Beispiel ist die ganze Zeit Frostblades zu machen, das trifft nicht gut und alles mögliche. Da habe ich lieber diese hier. Spectral Blades. Ist noch krass irgendwie. Macht zwar jetzt gerade wenig Schaden noch, aber wird danach viel besser. Bei Level 1 Camps machen immer extrem wenig Damage. Das ist einfach so. Dafür habe ich jetzt ein gutes Schwert ausrüsten können. Ich finde es einfach genial, dass das Schwert. Ich zeige es euch. Ich kann es nicht genau beschreiben. Einfach viel Damage macht. Attack Speed hat. Plus 10% von der physischen Schadens auf einem extra Eisschaden. Aber dafür eben 10% mehr Schaden von Skeletten und Geister. Jo, also, dann wechseln wir wieder auf unseren Let's Play Charakter. Hey, gut. Und schauen wir kurz die Items an, nur kurz, jetzt muss ich nur wissen, wo man ist, da. Gut. So, zwar machen wir jetzt mal kurz Prophecies wieder. Ja, dem müssen wir im Imperial Gardens vor dem Tower of Sept of God. Das ist jetzt etwas Besonderes. Wir müssen 5 Unique Items beim Händler verkaufen, damit wir noch ein Unique bekommen per Zufall. Und das ist manchmal mega gut. Aber wenn wir jetzt alles Level 5 Uniques verkaufen, bekommen wir nicht mehr als ein Level 5 Unique. Wenn wir Level 50, wie wir jetzt Level 52 glaube ich sind, oder fast Level 52, also mit Item Level 52 verkaufen, bekommen wir ein 52 oder ein 5er über. Es ist halt, je höher es ist, desto unwahrscheinlich ist es halt.
Okay, ein extra Orb of Transformation für extra und... Aha, wieder ein Rogue Exile aus einem Strongbox. Gut. Ja, ich brauche ein Item, wo ich ein Ding drauf tun kann. Ich muss mal kurz schauen. Habe ich hier noch ein weißes? Komm schon, irgendwo ein weißes, bitte. Da. Machen wir ein Orb of Transformation drauf. Das haben wir sicher hier. Da. So, ist zu einem Rare geworden, nicht zu einem blauen, also Magic. Also, identifizieren wir mal ein paar Sachen. Zum Beispiel ein Stab ist recht gut. Ja, ist jetzt aber auch nicht so gut geworden. Ich habe immer noch den. Ja, ist halt auch besonders. Der ist auch nicht gut geworden. Hm. Jetzt könnten wir noch den Stab. Auch nicht gut geworden. Irgendwas Magic, vielleicht die Schuhe. Nö. Keine Bewegungsgeschwindigkeit. Hier ist auch nichts Besonderes drauf. Hier auch nicht. Ja, ja. Hm. Also lassen wir das vielleicht in den Mana Flask. Nö. Hier habe ich zum Beispiel raus Damage Support, das muss ich dann ausrüsten für den Ding. Hier habe ich auch noch den Rest der Orbs reingemacht. Machen wir mal kurz die raus. So. Da noch einen, da noch einen. Die auch. Die, die. Nein, nicht die. Die, die. Die, die. So. Und vielleicht noch die Karten, hä? So. Sonst haben wir nichts mehr. Hä? Die Karten sind irgendwo da hinten. Ja, es sind fast alles neue Karten. Okay, machen wir die zu Unix darüber. Hier machen wir die Gems, also Essenzen sozusagen. Aua. Bisschen nervig mit dem Öl. Schmerzt mir immer wieder ein bisschen, weil es so scharf ist, sozusagen. So ein scharfes Öl. Das ja keine Kinder wahrscheinlich das essen oder so etwas. So ein feines Öl darf man doch nicht essen. Hm. Gut, dann haben wir alles, oder? Ich denke, ja. Alles andere können wir dann... Das kann ich dann alleine machen. So, den können wir kurz machen. Die sind ja ganz kurz. Und dann gehen wir sofort zum Boss. Ja, ich muss das so machen. So. Okay. Ah, okay, das kann ich erst wieder in einem Tag machen. Ich dachte, es ist immer in einem neuen Tag wieder resettet oder so. Weil ich es irgendwie um 18 Uhr oder so gemacht habe. Ah, hallo. Ach, ist das wieder schön mit der zu spielen. Ich finde es einfach immer so extrem OP. So ein Shotgun-Charakter. Wir werden sicher auch bald wieder Grimdawn spielen. Und dort habe ich auch einen Shotgun-Charakter mal genommen. Ist zwar nicht so shotgunig, aber es ist krass, wie God bless you on this fine day, exile. Wie alles zerstört wird durch so halt, das ist nervig, ey. Richtig nervig, aber wir müssen nur 50 töten. Ah, ich habe die Dinger nicht, stimmt. Die Flask mit den Resistenzen und Bewegungsgeschwindigkeit. Muss ich noch holen? Das geht so schnell. Gut. Und zwar... Oh, habe ich jetzt den drüben? Ist denn blöd? Den hier habe ich.
Sind andere. Daran habe ich mich gar nicht erinnert, also beziehungsweise habe es nicht geschaut. Ja. Die verkauft keine. Ja, okay, können wir auch ohne jetzt gerade ein bisschen aushalten. Vielleicht finden wir einen. Weil der ist ja so ist mit Critical auffüllen. Ist nicht so gut. So, wo gehen wir hin? Da nach oben vielleicht. Naja. Ich merke gar nicht, dass ich in Cruel bin. Also, es ist alles so stark. Und jetzt werden wir bald noch stärker, weil wir ja Ding nehmen. Oben gehen. Den Baum ganz nach oben. Bei den Feuersachen. Ah ja, ich wollte eigentlich ja auch zuerst so Mana auffüllen, aber das bringt nicht viel. Wir gehen zuerst da nach oben. Ja. Weil ich habe ja sowieso Mana Flasks und ich habe... Wie soll ich das erklären? Einfach genug jetzt, weil ich so wenig Mana-Kosten habe, ja. Genau. Sie sehen, die Kugel wird sich eigentlich gar nicht so weit nach unten begeben, sondern eigentlich sofort wieder nach oben. Also bringt Mana-Regeneration überhaupt jetzt gerade nichts. Hier ist es. Wow. Bist du versteckt gewesen? Gut, dann haben wir hier einen unsichtbaren Schrein. Einen Totem. So. Ach, schön. Kann ich genug schön sagen, es ist einfach so wunderschön. Einfach ganz wunderschön. Also, ich kann sagen... Für die Anfänger wird es wahrscheinlich noch nicht so möglich sein, da braucht man schon ein bisschen Erfahrung. Aber wer jetzt das Part 10 also sieht, der ja, sieht auch, dass es mit ein bisschen Denken auch richtig gut möglich ist für Anfänger. Vor allem mit diesem Charakter. Jetzt bin ich richtig froh, dass einer auch immer wieder Fragen also stellt und so für mich. Kann ich auch selber ein bisschen noch darüber nachdenken, was jetzt die Anfänger so haben. Und dann kann ich viel mehr erzählen für die Anfänger. Das Wichtigste ist einfach die Kombination der Games. Dass ich jetzt eben zum Beispiel 5 Schüsse habe, ist schon wichtig. Macht natürlich weniger Damage, aber kombiniert auf einen Gegner macht das 5-fachen Schaden. Das ist schon viel wichtiger. So, lieber 5-fachen Schaden als nur 1-fachen Schaden, dafür ein bisschen mehr. 30% mehr könnt ihr ausrechnen. Das zweite ist einfach genug Intelligenz, Geschicklichkeit oder Stärke zu haben. Und das dritte ist einfach die Items. Lieber mal ein bisschen Magic Find machen. Seht es, bei mir ist es auch nichts gekommen. Also es ist halt manchmal einfach so, dass man nichts findet. Spielt einfach am besten einfach weiter, wenn ihr gut genug seid. Wenn ihr nicht gut genug seid, dann geht ein bisschen zurück und macht dort Magic Find. Und ja. Ein bisschen Magic Finding machen. Hä? Wer Diablo 2 kennt, weiß, wie es wichtig ist. Hier ist es übrigens nicht so wichtig. Aber auch wichtig. Der hat jetzt zum Beispiel, glaube ich, LR-Reflekt gehabt. Ich habe gar nichts bemerkt. Oder ist das etwas anders gewesen? Ist das physisches... ja, physischen Reflekt? Nein, es ist...
physischen Refleck nicht droht. Kenne mich da noch nicht so gut aus, weil ich es immer ignorieren musste. Habe ich da irgendwie nicht so ein bisschen gut gelernt. Was habe ich da gerade für ein Game gelevelt? Muss kurz schauen. Arctic Armor, ja, ist gut. Kann ich leveln. Aber zum Beispiel mein Magier sollte jetzt nicht so viel geschickt Games aufleveln, sonst muss er ganz viel geschickt. Ah, das ist jetzt zum Beispiel der reelle Reflekt, dann war das andere physischen Reflekt. Aber ihr seht's, ich habe nur das Shade ein bisschen verloren. Ich habe zwar viel Energy Shade, aber 200 Energy Shade ist wenig. Also geht es noch mit dem Feuerball. Andere Games sind da viel schlimmer. Ja. Also eben, ich mache ja jetzt das Let's Play eigentlich im Schnelldurchgang durch und ich habe nie Probleme. Es ist wirklich wunderbar. Der Fiber Strike Shadow wird dann viel mehr Probleme haben. Das ist einfach mal so. Ich pfeife nicht so. Das macht mir in meinem Ohren weh, auch wenn ich nichts höre. Ich höre meinen Herzschlag durch die Ohren, das ist nicht so angenehm. Das heißt, das ist alles verstopft in meinen Ohren. Das Problem ist einfach, mein Arzt hat nie das ernst genommen. Ich habe immer gesagt, meine Ohren sind verstopft. Aber wenn ein Arzt das nicht ernst nimmt, dann kann da drinnen richtig alles kaputt gehen. Also richtig scharfe Kanten besitzen, alles kaputt gehen. Schaut euch, wie leicht ich den besiege. Ich streng mich nicht mal an. Ich denke ich überhaupt nicht an und er ist schon tot. Heftigst, hä? Mega. Und ich habe die geilen Krallen. Schaut euch das mal an. Die machen extrem Damage. Ich muss irgendwie Low Damage bekommen. Low Life für mehr Damage. Aber die finde ich so genial für den Anfang. Die haben nämlich Level 0 als Voraussetzung, die kann ich gleich mal anziehen. Das ist heftig. Einfach noch krass. Ich finde einfach mal etwas für mein Shadow. Gut. Was geil wäre, ist, sind die Dreizack-Dolche. Oh, die sind so extrem himmelisch schnell. Ich sage jetzt den Namen nicht oder so. Zum Spoilen. Nicht spoilen. Oh. Wenn das alles Durchdringung wäre, dann würden wir extrem. Und hier wird es glaube ich auch nicht explodieren, oder? Aber hier durchdringt schon ein bisschen viel, hä? Beziehungsweise sie kommen nicht an den Gegner an, eher. Sie sind keine Durchdringung so. Das ist schön, hä? Heftigst. Die Games, wenn sie Level up bekommen, kommen jetzt viel stärkere Bonis über als noch am Anfang. Und ab Level 20 wird es extrem schnell erhöht. Also gut höher. Aber da bekommt man es auch fast nicht mehr höher. Oh, schaut euch mal den Damage an. Kannst gleich mal One-Hit-Gelbe besiegen. Oh, da haben wir wieder einen physischen Reflekt. Gegner. Hm. Gehen jetzt mal hinten runter. Besiegen noch kurz den gelben. Rare Gegner. Komm, schätzen. Hallo. Oh, sind das viele. Ah, den haben wir besiegt, hä? Naja. Nehmen wir nicht mit. Mahagoni-Shit, das wird ja mega schwer sein, weil Mahagoni ein recht hartes Holz ist. Es gibt manchmal so dunkle Möbel, rosa dunkle, das ist Mahagoni. Und diese Möbel sind manchmal mega fett. Oh, ist zwei. Ja, wir haben alles durchgerascht. So.
immer mit, auch wenn es nicht gut ist. Tja. Eben nicht viel hier, hä? Maramoa. Okay, hier haben wir es. Ausrüstung da rein. Und hier da ablegen. Und bei Ausrüstung den noch rein. So. Die Gems, Fast Attacks. Mal hier rein. Punishment können wir noch hier rein tun. Fire Leaf brauchen wir nicht. Beim Shadow. Sell. Dieses Schwert hier. Das ist wahrscheinlich ein Skin und ein Unique. Ich kenne es aber nicht. Ich kann euch nicht sagen, welches Schwert das ist, aber... Naja, sieht auch nicht so gut aus, oder? Ich wollte doch das holen. Sind alle nicht so gut, hä? Da ist ja nur der Gem mit dem Sockel. Aber wo ist das mit dem Feuer? Minions. Fire Damage. Und Weapons. Ist nur Fire Damage. Ja, da ist Lightning Damage of Space, aber hier nicht. Da können wir fast nichts machen, hä? Ja, was können wir sonst machen? Ey. Wir haben einfach nicht die richtigen Essenzen. Es ist wirklich so, dass es die nicht gibt. Nur Lightning Damage tut Spells. Oh je. Naja, hier haben wir alles, gell? Dann gehen wir gleich weiter. Okay, wir haben die Quest. Jetzt dachte ich gerade, ich habe die Quest gar nicht Ding, aber es ist ja die rechts und nicht die links. Okay. Gut. Ah, schön. Ja, gestern habe ich die ganze Zeit auf dem Server Sachen gemacht. Da musste ich nicht, mein Headset tragen. Weil alles natürlich ohne Sound geht. Aber aufnehmen und Livestreamen geht nicht, darum kam gestern kein Livestream. Heute kommt wieder Livestream, denke ich mal. Wenn nichts dazwischen kommt. Und eventuell schon heute Path of Exile Livestream mit dem anderen. Mit dem Shadow. Und ja, das ist so wie ein Let's Play sozusagen. Alle meine Livestreams sind wie Let's Plays, weil ich ja etwas bieten will, beziehungsweise ja richtig interaktiv etwas zeigen möchte und die Livestreams nicht so langweilig machen. Andere machen ja in den Livestreams immer Sachen, die extrem langweilig sind. Für was machen die denn in Livestreams? Wenn ja die Zuschauer gar nicht sehen. Beziehungsweise die wollen ja alles sehen, wenn sie richtige Fans sind. Genau die YouTuber, die am frechsten Content machen, haben am meisten Fans, die einfach zuschauen und dadurch bekommen sie viel Geld und können noch mehr Freches machen.
Und dann sind die Leute irgendwie blind oder so etwas auf diese Sachen. Ich hätte es gerne ein bisschen toller. Wenn die Livestreame einfach ein bisschen toller sind, ich auch wieder ein paar Livestreams schauen kann, ohne mich zu fragen, ob ich jetzt wirklich weiterschauen soll. Gerade die ersten Minuten schon so langweilig sind, dass ich wegschalten will. Und dann immer Werbung kommt, ja, dieses spendieren euch 500 Games. Spielt sie in einem Tag, denn im zweiten Tag müsst ihr es wieder zurückgeben. Uiuiui. Boom. Mal die Alarmsounds wieder leiser machen. Das ist ja heftig. So, das Krematorium, unser Schauplatz. Der Feuerdrachen. Weil die Gegner keine Chance haben, die verbrennen. Schaut, die verbrennen sofort. Wir haben nur Chance. Die sind so feuerresistent und die zerglühen in 1000 Stücke. Das ist einfach mal heftig. Wie stark ich bin. Die haben null Chancen. Die verglühen. Wenn Feuer verglüht, dann ist es Dragobotler. Ich mach einfach mal alles stark. Ja? Boom. Das halten wir direkt mal rein. Ist ja nur der Feuertempel. Oh, ich bin nicht schnell. Ich bin nicht schnell. Das ist ja mega, weil es ja Feuer ist und mehr Resistenz haben. Haben wir? Da. 75, hä? Ach Gottchen. Geht weg! Heftigst. Halt den mal ab, ey. Viel zu viele Ding spawnen. Tschüss. Jetzt kommen sie nämlich nicht gerade. Bis sie wieder da sind. Da ist noch ein gelber. Der nichts droppt. Okay. Aber wir haben es geschafft hier. Können wir eigentlich schon das Labyrinth machen dann? Aber, naja. Sind auch die Fallen im Labyrinth. Und das sind dann viel mehr Fallen. Tja, ich mach gar nichts. Ich tu keinen Toten platzieren. Ich tu keine ja, den Fluch der Resistenzsenkung Feuer machen. Flammability, genau. Einfach mal auf einen feuerresistenten Gegner drauf. Und schon ist er da. Ein paar Feuerbällchen habe ich geschossen und hat keine Chance. Die nehme ich mir. Okay, die auch. Die Rüstungen sind immer so groß. Die droppen nichts Gutes. Ich muss wieder ein bisschen MF machen. IIR. IIQ. Da drüben ist der, der Boss. Ah, jetzt ist der Part auch leider schon wieder vorüber. Ich mache ihn ein bisschen länger. Macht den Boss hier noch. Ah, da drüben ist er. Und du die Quest abgeben. Oh,
Oh, sie ist schon down. Tschüss. So. Tut mir leid, PT, aber ich musste dich schnell besiegen. Oh. Seegrube. Irgendwie hatte es selber ein paar Problemchen, aber... keine Ahnung. Ah, wieder eine Map mit doppelt so vielen Rare. Also jeder Rare ist doppelt vorhanden. Ist eigentlich nicht so schwer. Ich finde es sogar besser, weil mehr droppt. So, also ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Part. Hey, Drago Basler. Tschüss.